Moin, ihr Baggerluten, und herzlich willkommen zurück zu Starbound in der dritten Folge. Hallo, lieber Wintermancer. Hallo, Andi. Na, geht's los ans Anpflanzen? Es geht los ans Anpflanzen. Ich habe ja eben gerade schon mal ein bisschen was vor. Ich bin wie Alida. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wenn du die noch kennst von ProSieben? Wahrscheinlich nicht. Ja, bei Big Brother. Die hat das zweite Big Brother gewonnen. Aha. Das ist eine hübsche. Die habe ich mal persönlich gekauft. Steck ich nicht so drin. Ich habe hier eine Kiste quasi vorbereitet auf so einen schönen Gehölz und sonst was. Und da habe ich jetzt nämlich schon eine hölzerne Gießkanne und eine Hacke gemacht. Willst du das einfach mal nehmen und hier mal anpflanzen? Oder so? Ich glaube, du musst pflanzen. Den Boden hier einmal... Oh, hallo, hallo, halt das Ding aus meinem Gesicht weg. Ich mach das mal. Hilfe! Ich glaube, du könntest einfach mal hier den Boden haken. Haken? Ja, das sieht gut aus. Na Gott sei Dank habe ich hier Fackeln aufgestellt, ich nämlich, ne? Ohne die Fackeln wären wir ganz schön am Arsch. Ja, ich pass mal auf. Ich habe jetzt nämlich schon mal Saat. Warte mal, lass mich mal gucken, dass ich hier das mal ein bisschen... Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit der Menüführung hier, finde ich. Also das finde ich, das hätten sie noch mal ein bisschen geiler machen können. So, ist offiziell jetzt gehakt. Gehakt. Ich glaube, es hakt. Oh, ich gieße das auch mal. Ich gieße das jetzt hier mal ein bisschen. Da rein, achso. Warum gießt du das? Da ist noch gar nichts drin. Aber man muss das doch feucht machen, bevor man pflanzt. Warst du noch nie im Garten? Das geht dich gar nichts an. Siehst du? Haben wir noch irgendwo Plant Fibers? So, ich gieße das mal nochmal. Ja, ich habe auch noch ganz viele dabei. Wieso? Kannst du mir in die Kiste legen? Ich will eine Vogelscheuche bauen. Das ist eine gute Idee. Ja, sonst fressen die Vögel alles auf. Das nicht hast du die? Die Plant Fibers habe ich, ja. Hast du, sehr gut. So, und jetzt ist es die Frage, wie man an Seeds rankommt. Ich glaube, die muss man irgendwie... Na, sammeln, glaube ich. Oh, da ist ein Zubat. Da kommt schon der erste Vogel. Ich bin da. Meiner Megawaffe des Todes! Haha. Das ist Henry. Können wir den benutzen? Was? Nein. Nee, schade. Ich würde Henry so gerne benutzen. Der ist doch nur als Vogelscheuche da. Ich würde Henry so gerne benutzen. So, was brauchen wir noch? Eine Mottenfalle wäre natürlich auch nicht völlig schlecht. Tungsten-Bars, okay. Timber und eine Torch, okay. Tungsten haben wir noch nicht gefunden, ne? Nee, warte. Hast du zufällig so eine Explorers-Lantern? Oder kann man die irgendwie craften? Kann man bestimmt irgendwie craften. Guck mal bitte, das wäre total geil. Ach nee, die muss man auch hier oben. Dafür braucht man Öl. Weil dann könnten wir uns nämlich solche Mining-Helmets bauen. Die haben immer Licht an. Auf dem Kopf drauf, quasi. Das ist ja gar nicht schlecht, ja. Aber wo baut man das denn? Die sind nicht günstig, wie ich gerade sehe. Wo hast du die denn gefunden zum Bauen? Hier unten, bei dem Gedöns hier. Okay. Bei dem Foraging. Wir brauchen, wenn du da hinten auf Licht gehst, erstmal eine Explorer's Lantern. Da brauchen wir... Iron Bars, Öl und eine Fackel. Und dann brauchen wir quasi diese Explorers Lantern, die wir daraus aus dem eben gerade erwähnten craften können, um uns diesen Mining Helmet zu basteln. Der gibt uns im Übrigen nochmal 5 Rüstung auf den Kopf. Okay, okay. Wie kann man denn Öl? Ich habe Teer gefunden, daraus kann man bestimmt irgendwie Öl machen, ne? Nee, ich glaube, Öl kann man wirklich selber richtig finden. Ach so, und Teer? Das muss man, glaube ich, auch abbauen. Ich würde einfach mal sagen, wir müssen tatsächlich weiter craften. Beziehungsweise ich laufe jetzt nochmal los. Aber wir brauchen Essen, Mann. Und guck, ob ich irgendwelche Sachen finde für zum Abbauen. So, weißt du? Ja. Bin mir nicht... Wo bist du hingerannt? Nach links? Oder? Ja. Reis? Ja. Warte mal. Das sieht aus wie Mais, ne? Oder irgendwie sowas? Ich hab, ja, Reis habe ich jetzt. Baumwolle, glaube ich. Wenn ich die kaputt mache... Ha, Reissamen habe ich bekommen. Sehr schön, dann pflanzt du doch mal Reis an. Ich guck, was hier noch gibt. Ich habe ein bisschen Baumwolle gefunden. Ich komme noch einmal kurz mit. Das sind nur Blumen hier. Oh, hier ist nicht so viel. Da kommt eine steile Wand dann. Okay, dann pflanzen wir doch mal den Reis an. Reis soll ja angeblich sehr satt machen, ne? Das wäre nicht schlecht, weil ich habe nur noch eine Dose zu essen. Und, ja. Ach, Alter. Also, der Hammer ist zwar cool, aber der ist arschlahm, ne? Ja, das stimmt.
So, ich glaube, gießen muss ich gerade nicht. Das regnet ja wie die Hölle. So. Glaubst du, das Spiel rechnet mit so einer Logik? Würdest du das sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe im Übrigen, dass die Leute auf YouTube das jetzt auch gut sehen können, auch so in der Nacht, weil na, YouTube macht das ja manchmal gerne noch mal ein bisschen dunkler. Hast du denn daran gedacht, Wintermancer? Hast du daran gedacht? Ich habe mir gedacht, ich baue jetzt mal ein bisschen Kotten an. Okay. Nee, das ist gar kein Samen, das ist, ich habe Kotten mitgenommen. Licht. Verdammt. Verdammt. Oh, Tierchen. Boah, aber Alpha-Tier, ich habe gewonnen. Das ist schön. Ja, das ist schön. Alpha-Tier. Oh, ich glaube, ich habe da oben wieder was zu essen gefunden, was ich abbauen könnte. Aber erstmal habe ich hier gerade Kohle. Die brauchen wir ja unbedingt auch noch, ne? Für unsere ganzen Sachen. Ja, also ich glaube, ich baue uns derweil mal ein Bett, ne? Damit wir uns auch mal ausruhen können. Ach, das ist eine gute Idee. Generell. Und, oh, weißt du, was schön wäre? Hallo? Was wäre denn schön? Eine Terrasse mit Klappstühlen. Ja, Stühle haben wir, glaube ich. Ich habe Weizensamen. Ja, da haben wir genug. Ich habe Weizensamen. Weizen ist auch immer... Sehr schön, ja. Sehr. Könntest du auch mal anpflanzen kommen? Ja, ja, ich bin sofort da. So, ich baue uns jetzt mal ein Eisenbett. Kann man da mal ein Nickerchen machen? Oh, ich habe hier, glaube ich, das Highlight gefunden. So. Warte mal, baust du uns nur ein Bett jetzt? Ja, wir wechseln uns ab beim Schlafen, Mann. Aber wir wechseln die Bettwäsche dazwischendurch, ne? Das ist, irgendwo muss auch, ne? Wir haben einen Bildungsauftrag. Hygiene! Hey, vielleicht. Verdammt, wir haben keinen Platz mehr im Haus, du. Ja, dann müssen wir anbauen. Ja, eben im Keller hier erstmal weiter, ne? Wir schlafen natürlich im Keller. Was? Sicherheit und so. Achso. Ich dachte so ein bisschen, um der Nerdkultur entgegenzukommen. Oh, nee, oh, oh. Nee. Eieiei, was ist das denn? Was machst du denn schon wieder? Überleben nennt es sich. Es klingt nicht wie Überleben. Es ist aber Überleben. Ich habe Leder gefunden. Ich habe erstmal ein Haierbü jetzt. Ich erhole mich erstmal ein bisschen in meinem Bett. Deinem Bett? Jetzt ist es auf einmal dein Bett. Eben gerade war es noch unser Bett. Hallo. Kann man nicht auch tanzen oder sowas? Weißt du, dass du dein Bett auf Kohle baust? Oh ja. Dann ist es schön warm beim Schlafen. So. So. Hast du jetzt was zu essen? Ich hab so Hunger. Oh, gibt's da schon was zu ernten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hoffentlich so, ich hatte das doch bald. Was ist das? Plant Fiber Cotton? Ich esse jetzt mal die letzte Dose in meiner Verzweiflung. Weizen, Cotton Seed, was habe ich denn hier? Reis. Also ich habe hier ganz viele Sachen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie man die zubereitet. Müssen wir da vielleicht eine Küche für bauen tatsächlich? Ja, Campfire, ne? Und so, auf dem Campfire, komm mal mit. Mhm. So. Sofort. Auf dem Campfire kann man Sachen machen. Zum Beispiel sowas wie... Oh, Sachen machen ist gut. Gerade Boiled für Rice. Und für Boiled Rice braucht man Reis. Also sieh zu, dass du Reis anbaust. Wo siehst denn du? Ach, scheiße, das ich hab das Camp, das Campfeuer mit E benutzen, dann gibt's Essen, was wir uns herstellen können. Ja, warte. Ich stelle es gerade schon her für uns. Hervorragend, das finde ich gut. Hier die unten die Kiste. Just like Mom used to make. Unten die Kiste ganz rechts wird unsere Essensvorratskiste. Die ist nämlich noch leer. Ist die denn leer? Ja, die ist leer. Sehr gut. Also ich kann hier gerade schon tatsächlich ganz schön viel machen. Das ist schön, das ist schön. Ich hatte nichts. Bestimmt. Ich krieg gerade eine Warnmeldung wegen Nahrung. Ja, du solltest mal ein bisschen was essen, ne? Junge. Ja, kann man mal so tun. Noch hast du ja eine. Dann probiere ich doch mal den Reis. Oder warte mal. Nehmen wir die mal. Nom, so viel macht der Reis nicht. Nicht? Verdammt. Nee. Okay. Und die Kartoffel? Ja, geht. So, pass auf. Ich schmeiß erstmal das ganze Essen hier mal rein. Einfach mal. Damit du dich auch dran bedienen kannst. Aus dem Weizen konnte ich noch nichts machen. Okay. Ja. Ah, Weizensamen habe ich doch noch einmal. Ja, sehr schön, dann pflanzt sie doch an. Ja, er wird natürlich direkt getan.
Wo ich wieder von dir auf die Nuss bekomme. So, konnten wir nicht auch so Jagd-Equipment irgendwie machen? So, ja, da auch unter dem Teil. Aber sag mal, hast du die Gießkanne gemopst? Ja, habe ich definitiv. Und wahrscheinlich dann, auch die Hacke. Dann mach doch mal was dagegen. Achso. Tu doch mal Dinge. Müssen wir gießen schon wieder? Glaube ja. Ich würde gerne wissen, was ich jetzt aus dem Weizen noch machen kann. Aber ich dachte, die Erde wird so blässlicher, wenn man wieder gießen muss. Ich weiß es nicht. Du, jetzt, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist sie ja ganz gewässert. Ich leg die Gießkanne hier. Ja, dann lass das mal. Dann mach da keinen. Dann lass den Schwachsinn noch mal. So, warte mal gucken, was. Wofür brauchen wir denn jetzt Bacon? Oh, das gibt. Rips. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen Holz holen und dann hätte ich gesagt, bauen wir uns mal so Flitzebogen und jagen was, oder? Das gerne, aber ich wollte dir gerade sagen, wir können Popcorn machen. Aus Korn. Ah, ja, los, hau rein. Ein bisschen Popcorn schadet ja nicht, ne? Nee, wir haben ja leider kein Korn. Das ist ja das Problem. Also Mais so, quasi. Craftest du uns gerade solche tollen Sachen? Ich crafte noch gar nichts. Ich dachte, du craftest? Ich hole gerade Holz. Ein bisschen Arbeitsverweigerung, habe ich das Gefühl. Ich hole doch gerade erst Holz, Junge. So, Holz haben wir doch super viel da unten drin. Echt? Ja. Na gut, ich hasse, okay, ich gebe es zu, ich hasse Bäume einfach. Sehr schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, toll. Ja, ich hasse Bäume. Und wir müssen, glaube ich, unbedingt, wenn wir jetzt diese Folge das mit dem Essen geklärt haben, nächste Folge uns mal um diese Archaic Energy Source kümmern. Ne? Ja, wie gesagt, aber erstmal müssen wir überleben, weil sonst... An welchem Gerät konnte man denn die Bögen bauen? Hier an dem, wo ich stehe und dann im dritten Reiter, glaube ich. Du musst mal gucken, was du brauchst. Pass mal auf, ich schmeiß hier in die linke Kiste jetzt mal so ein bisschen Herstellungsmaterialien rein. Oder halt einfach alles, was ich so im Inventar habe. Ist ja fast das Gleiche. String und Timber und Copper Bars. Okay, also Copper Bars habe ich, dann würde ich uns zwei Hunting Bows machen. Dann können wir auf die Ja, Markt gehen. Sehr gut. Hast du String noch irgendwo gebunkert? Ja, vier Stück sind hier in der linken Kiste. Ich hatte irgendwo jetzt auch noch... Warum habe ich das denn hier? Das wollte ich da gar nicht haben. Oh, Konzentration. Okay, das heißt, wir können mal auf die Jagd gehen. Was hältst du davon? Ich lege hier mal die Bogens rein. Ja, genau. Die Bögen rein. Bögen? Ja, sofort. So. Dann hätte ich gesagt, schön, machst du das. Lass uns jagen gehen. Ja, schön machst du das. Ich guck zu. Ach, Mann. Es wird Warte, Nacht, wir die beste Zeit zum Jagen. Wer ist in der Kiste drin? Komm. Komm, Putzi. You obtained the bow. Ja, der hat unendlich Schuss. Komm jetzt. Hä? Warte, was hab ich denn gemacht? Das weiß ich nicht. Dir einen Fuß geschossen? Ich hab keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Nach links. Okay, ich komme. Meinst du, dass das klug ist bei Nacht? Ja, da sind mehr Tiere unterwegs. Ach so. Du wirkst wie so ein Survival. Ja, jahrelanges DayZ-Spielen. Hat mich. Ein fieses Viech. Rette mich. Ja, ich auch, aber das hat mir hier leider nichts geholfen. Yes. Geblickt oder was? Sowas von fleischig Fleisch, Alter. So. So, jagen wir mal ein bisschen. Vorhin auch so raufgekommen. Was ist denn hier passiert? Das war ich nicht. Okay. Das war ich nicht. Hört so. Oh, guck mal da, Vogel. Ich treffe ihn nicht. Ich auch nicht. Jetzt haben wir ihn. Grillhähnchen. Poultry, also Geflügel. Ja, ich habe gerade Leck gehabt, irgendwie ganz schlimm. So, echt? Huch. Ja, ich konnte auch das Poultry erstmal nicht einsammeln. Oder noch ein Vogel. Vogel kommt geflogen. Hä? Hey. Triffst du auch mal? Nee, weil ich gerade irgendwie ganz komisch legge. Das wundert mich. Warum bloß? Weiß ich nicht. Ah, das ist, ach, so geht doch Essensbeschaffung deutlich schneller, Mann. Ja, durchaus. Oh, warte mal. Nicht gut. Tot.
Tomaten, die baue ich mal eben kurz ab. Nee. Pearl Pea. Pearl Pea? Oder Pay? Pearl Pea sind, Peas sind Erbsen. Ah, okay, okay. Was denn hier so Schönes? Hm. Du, ich glaube, wir haben jetzt guten Jagderfolg. Lass uns doch zurückgehen und das zubereiten. Wir haben noch schön jetzt dicke Hühnchen und Steaks und alles. Das ist eine Idee. Ich würde gerne auch mit dir noch einmal eine Weltumrundung machen. Vielleicht nicht diese Folge, aber generell auf jeden Fall. Dass wir hier einmal wir müssen ja eh diese Energiequelle finden. Ich habe keine Ahnung, wo man die suchen muss. Die wird irgendwo unten sein. Meinst du? Ja. Oh, wie bei South Park. Es kommt eigentlich auf uns zu! Oh, ich bin out of Ausdauer. Schön. Oh, das ist doch toll. Das läuft doch mit den Bögen. Ja, und es macht auch Spaß. So, das ist es. Also, das Spiel hat mich echt schon wieder gecatcht. Oh, hier gibt's wieder ein Steak, glaube ich. Oh. Headshot! Ah. Ich muss warten. Ah, yeah. Steak! Steak! Des Mannes Fleisch ist sein Fleisch. Oh, Affensteak. Schön auch, dass das immer zurückwirft, ne? Das arme Vieh. Oh Gott. Also ich hoffe, wir kriegen hier keine irgendwie Pixel-Veganer rein. Das wäre ein bisschen schade. Das ist spätestens diese Folge nicht mehr. Spätestens diese Folge. So was gibt's, so habe ich gehört. Pixel-Veganer? Nee. So Boiled Pearl Peas, ach, die kann man sogar kochen. Was es nicht alles gibt. Ich würde sagen, wir sammeln einfach sämtliches Essen unten in der Kiste, oder? Ja. Ist ein sehr guter Plan. So. Schön. Schön ist das doch. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, ich muss auch gleich schon wieder was essen, oder? Na, nee, ein bisschen warten kann ich noch. Ich werde mir jetzt einen kleinen Reis reinpfeifen, glaube ich. Ist ja nicht so dolle, ne, der Reis. Nee. Die Masse macht's dann halt, ne? Ja, zwei Reis ist okay. Ein Reis, zwei ein Reis. Reis, zwei Reis. Wenn das hier so ein Reis, dann kommen wir nicht mehr weiter. So, Ja, wir dürfen das nicht anreißen lassen. Sag mal, ja. Kannst du noch so ein, so ein Bett herstellen? Ich habe das Gefühl, ich führe Monologe. Was? Hallo, hör auf zu nuscheln, du Sau. Sprich ordentlich mit mir. Oder was? Echt jetzt? Ja. Ah, na gut, ich guck mal, ob wir noch genug Material haben. Aber nur weil du das bist, ne? Sehr lieb. Ah, ja, ein bisschen Fabric noch und dann geht das. Dann machen wir uns so ein künstliches Doppelbett. Das ist ja ekelhaft. Also du meinst quasi Etagenbetten-Dingsbums? Ja. Ja, das habe ich gemeint. Danke, dass du das nochmal korrigierst. Ja, so bin ich. Ist hier noch irgendwo Fabric? Fiber meinst du, oder? Fiber meine ich. Fabric habe ich gesagt, aber ich befürchte, wir haben keine. Glaube dahin. Doch, ah, doch, hier ist na, ein. Ja, aber ich weiß nicht, ob aber das reicht. Aber einer reicht mir. Mir fehlt tatsächlich exakt Tatsache. Einer. Ja. Das ist Zufall, nee, oder? Nicht. Scheiße, man braucht vier. Man braucht vier, ich habe zwei. Ich gehe mir schnell ein bisschen Fabric holen. Ich begleite dich. Oh, du ruckelst hier tatsächlich aus dem. Ja, sag ich ja. Ah, da unten ist. Was. Komm mal Licht machen, bitte. Ich habe so das Gefühl, hier ist. Hier ist was. Schon was. Ich habe sechs. Ah, ja, gut, dann reicht das ja schon. Komm, lass uns zurück, dann lass uns das Bett fertig machen. Dann können wir uns ein bisschen hinhauen und ausgehen. Ich glaube, es ist deine Internetverbindung. Ich würde sagen, wir machen das Bett fertig und dann gucken wir einmal, was hier liegt. Ja. Sehr gerne. Ich schmeiß das hier unten rein. In das linke. Ja, ich bediene mich hier gerade schon wieder als Sprunglegastheniker. So, es ist ganz unten rechts drin. Genau. Yay! Party! La da 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 da. Das ist sehr schön geworden hier. Ich finde das echt angenehm. Also ich glaube, so schön hatte ich auch noch nie gebaut, wenn ich das mal kurz gespielt hatte. Das ist doch super. Oh, da muss gegossen werden! Da muss gegossen werden! Ja, los, die Gießkanne ist drin. Ich werde es erledigen.
Willst du lieber ein Holzbett oder ein Eisenbett? Holz, oder? Willst du, dass es quietscht? Ich will Holz. Aber du hast recht, man kann das hieran quasi sehen, ob, wie das dann aussieht. Ist schön. Sehr, sehr gut. Habe ich eigentlich noch irgendwelche Seeds gerade gesammelt? Nee, nein, nee. So, das ist im Bett. So, magst du mir was spielen? Gleich bin ich eingeschlafen, also komm schon. Ich arbeite dran. So. Was haben wir denn? Oh ja, das kommt für dich. Oh. Lass dich doch eine wunderschöne Einschlafmelodie, um sich zu verabschieden. Ah. Dann sag mal tschüss. Tschüss. Und auch von mir, winke, winke, ciao und tschüss.